rund 3 Monaten hat Mallorca die Grenzen für ausländische Gäste wieder aufgemacht. Wir waren ebenfalls vor Ort und haben geschaut, was Reisen in der neuen Normalität bedeutet. Wir haben auch probiert, das Konzept so zu machen, dass auch der Gast möglichst wenig beeinträchtigt wird. Also gleichzeitig maximale Sicherheit zu bieten, aber der Gast möglichst wenig merkt dafür. Der Gast muss Abstand halten, natürlich normal. Das kann auch ein Vorteil sein, wenn man Platz bei den Liegen zwischen den Tisch und so weiter. Und eingeschränkt wird er vielleicht, dass er am Buffet, rund ums Buffet muss eine Maske tragen. Das ist etwas, was man sich aber daran gewöhnt. Und im Flugzeug ebenfalls jetzt neu, aber sonst kann er eigentlich unbeschwert das Ferienerlebnis geniessen. Was spricht dafür, zum jetzt auf Mallorca reisen? Also erst natürlich die grandiose Natur und so, wo man sie selten so im Juli oder August um die Jahreszeit erleben kann. Glasklares Meer mit wenigen Leuten, viel Platz. Und natürlich auch die Menschen von dort, um die Lokalen können unterstützen und die freundlichen Leute, die sich sehr freuen, alle auf den Besuch hier zu begrüßen. Ich recomiendo viajar a Mallorca, porque Mallorca ahora tiene una oportunidad única de demostrar, además de tener unos parajes maravillosos, de demostrar que es un entorno seguro y que tiene la capacidad sanitaria y el desarrollo posible que hace que los turistas estén seguros y además se lo pasen muy bien. Y además pueden ver una Mallorca como nunca la han visto, con unas condiciones con mucha menos gente, y eso también es un atractivo y un encanto para esta temporada tan especial.